Ja, vielen Dank. Sehr verehrter Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Frauen- und Gleichstellungspolitik ist ja eine Querschnittsaufgabe, und daher sind frauenpolitische Projekte und Aufgaben in allen Einzelplänen verankert und werden dort gespiegelt. Das fängt bei der schon mehrfach erwähnten Gewaltschutzambulanz an. Wir konnten diese Aufgabe umfänglich im Haushalt sichern. Dazu haben in diesem Haus ja auch viele beigetragen. In der abschließenden Runde der Koalition haben wir auch noch die dringend benötigten Mittel für die vertrauliche Spurensicherung bereitgestellt. Sie wissen, dass mehr als 90% der Opfer häuslicher Gewalt Frauen sind. Und so geht es hier um die Selbstermächtigung von Frauen im besten Sinne. So ist das auch bei den zielgruppenspezifischen Projekten im Gesundheits- und Sozialbereich, wie der Schwangerenkonfliktberatung und vielem anderen. Zum Frauenkapitel. Hier konnten wir nach Jahren des Stillstands seit 2011 den Ansatz um fast 30% steigern. Und auch in den kommenden Jahren werden wir die Angebote absichern und ausbauen. Dabei möchte ich wirklich mal allen ganz herzlich danken, die aus dem Frauenkapitel oder aus anderen Titeln finanziert in dieser Stadt eine unverzichtbare Arbeit leisten. Allen Mitarbeiterinnen, es sind ja meist Frauen, die in ihren Jobs sehr viel leisten für die Frauen dieser Stadt und auch nicht immer so bezahlt werden, wie es angemessen wäre, obwohl auch hier für Gehaltsanpassungen Vorsorge getroffen wurde. In unserem Haushalt finden wir jedes einzelne Projekt, und hinter jedem Projekt stehen Menschen. Das sind diejenigen, die sich darum kümmern, dass Frauen wieder in Arbeit kommen, wie bei der Fraueninfothek, die ihre Arbeit fortsetzen kann. Da konnten wir das abwenden. Tatsächlich ist die Fraueninfothek ja eine zuverlässige Anlaufstelle für arbeitssuchende Frauen, besonders für den Südwesten Berlins und dort unverzichtbar. Ich bin froh, dass ich mithelfen konnte, sie zu erhalten. Notwendig wurde das durch die Umstellung der ESF-Finanzierung, die Beratungsangebote wie dieses nicht mehr zulässt. Im Einzelplan 9 sind über die gesamte Förderperiode 80 Millionen zu kompensieren. Dass Berlin das gelungen ist, das ist eine enorme Leistung, mit der wir so nicht unbedingt im Vorfeld gerechnet haben. Ich bin da wirklich sehr, sehr stolz darauf. Wir finanzieren diejenigen, die Frauen beraten, sich eine selbstständige Existenz aufzubauen, Migrantinnen, die in dieser Stadt wirtschaftlich Fuß fassen wollen. Da gibt es viele Projekte, die wir absichern konnten. Es geht um Deutschkurse für Frauen, die noch nie eine Schule gesehen haben und trotzdem gerne beim Elternabend ihrer Kinder sich verständlich machen wollen. Es geht um die Hinführung von Mädchen zu technischen Berufen, die wir absichern konnten. Da sind viele Frauen als Frauenvertreterinnen, die kämpfen für die Frauen in dieser Stadt. Wir kommen auf dem Weg der Absicherung, auf dem Weg dieser Arbeit voran. Wir haben aber auch noch sehr große Aufgaben vor uns. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich mal allen diesen Frauen vielen, vielen Dank sagen für ihre Leistung für die Frauen für Berlin. Danke.